Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Happy Galeo. In diesem Video geht es um den Trick Spring in meine Arme. Das Ganze kann ein bisschen dauern, denn ihr müsst das Ganze erstmal so ein bisschen aufbauen. Je nachdem müsst ihr natürlich auch erstmal schauen, dass euer Hund diese Sprungkraft überhaupt bekommt. Und das kann ein bisschen Training sein. Wir fangen also mal klein an und lassen den Hund erstmal über eure Beine springen und das so in, sagen wir mal, 10 cm Höhe. Mal schön hopp, motivieren den, dass er darüber springt und belohnen dann gezielt. Wenn er das macht, dann erhöhen wir einfach die Höhe ein bisschen. Ne? Nehmen das Knie ein bisschen höher, machen diese Beinhürde einfach ein bisschen höher. Und das Ganze treiben wir einfach so lange weiter, bis wir irgendwann stehen und das Bein so nach vorne angewinkelt haben und der Hund auch darüber springt. Und dann könnt ihr einfach mal versuchen, den Hund, wenn er oben in der Höhe quasi über eurem Bein ist, ihn einfach mal zu fangen. Und so geht das Ganze dann. Ich zeige euch jetzt mal ein Video und dann werdet ihr sicher verstehen, wie ich das meine. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ja. Und komm hopp. Und komm hopp. Und komm. Und hopp. Und komm hopp. Na komm. Und komm hopp. Nein. Und komm ab! Fein! Guter Hund! Und los! Und ab! Und los! Und komm ab! Fein! Und los, hopp! Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Ja. Leo. Hep. Nein. Leo. Hep. Hast du vergessen? Oder? Hep. Hep. Warte. Hep. Oh, ist runtergefallen. Uah. So, ich glaube, das Ganze ist jetzt relativ deutlich geworden. Ihr reduziert also immer weiter dieses Bein, wenn euer Hund dann natürlich schon in eure Arme springen kann. Also am Anfang hebt ihr das Bein so richtig raus, lasst euren Hund darüber springen, fangt ihn dann und belohnt ihn natürlich direkt. Mit der Zeit deutet ihr das dann nur noch an. Also ihr streckt so ein bisschen die Hüfte rein, sagt dann so hopp und dann soll er das machen. Probiert das mal aus. Das kann natürlich eine ganze Weile dauern und euer Hund muss natürlich auch erstmal diese Sprungkraft haben. Aber wenn es klappt, dann ist das einfach wunderschön und ich wünsche euch da viel Spaß. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!